stille Schiff setzte die Segel und entschwand. Tag um Tag durchpflügte es die Wellen. Ein Phantom des Ozeans in ständiger Fahrt. Und dann ragten die ersten Eisspitzen aus dem Nebel am Horizont. Dies war das Ufer der vergessenen Bucht. Dahinter lag die nördliche Einöde. Ja, Leute, Aloha und willkommen zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen abrupt abgebrochen, weil ich die 15 Minuten sonst überschritten hätte. Also die 16 Minuten. Ich hoffe, dass der Part war jetzt nicht zu lang. Und deswegen ist die Cutscene auch ein bisschen angeschnitten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Hust. Weiter geht's. Denn wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir müssen ja schauen, wo Schnitter ist und ob Schnitter überhaupt noch lebt. Was natürlich toll wäre, weil wir können jeden Helden gebrauchen. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Willkommen in der nördlichen Einöde. Ich hielt euch schon für verloren. Hi. Ich bin Schnitter. Mein Name ist in der Gilde, jedoch dank Mays schon längst vergessen. Mhm. Leider kann ich euch nicht persönlich treffen. Ich muss im Dorf Snowspire bleiben und es vor Herbeirufern schützen. Okay. Sie sind schrecklich, aber nur ein Symptom einer viel größeren, sich in diesem Land erhebenden Macht. Trefft mich in Snowspire im fernen Norden. Dort erkläre ich alles. Und dann suchen wir das alte Orakel der Stadt auf. Machen wir. Hoffentlich lässt es sich aktivieren und kennt die Antworten. Miau. Weg. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Okay. Ich will mich hier erstmal umsehen. Hier ist ein die Teleporter sind in Betrieb. Schön. Ich werde mich umsehen, nachdem ich mit Schnitter gesprochen habe. Bis später. Okay. Tu das, Dornrose. Aber ich habe keine Teleporter aktiviert, ne? Das muss dir bewusst sein. Ich will mich zuerst hier umsehen. Denn so ein großes Haus kann unmöglich keinen Schatz verstecken. Hahaha. Eine Wiederbelebungsfiole. Ich habe ja erst 9. Gut, buddeln kann ich hier nicht. Gibt's hier hin? Oh, ein Grab. Hier kann man buddeln. Was gibt's denn hier? Ein Silberschlüssel. Ich weiß nicht, wie viele ich von denen bereits habe, aber das macht nichts. Und gibt's hier irgendwas? Ein Angelpunkt und eine Truhe. 30. Natürlich. Ich versuch's mal mit dem Angeln nochmal. Denn das scheint hier ja ein interessanter Angelpunkt zu sein. Und ich wollte gerade sagen, der Fisch will aber anscheinend nicht anbeißen. Na komm, hör auf. Komm. Einfach. Nein. Hier zu mir kommen und hab ihn. Ein Lebenselixier, das ist schön. Ich überlege, ob ich was gegen diesen Bart tue oder nicht. Also auf der einen Seite, oh mein Gott, wie sieht dieser Bart aus? Auf der anderen Seite hat er irgendwie was Heldenhaftes. Ich weiß auch nicht. Und nun, wir begeben uns jetzt erstmal hier hoch. Gibt's hier was? Da gibt's ein Tor. Das war offensichtlich. Ein heiliger Kriegerhelm. Dazu gibt's mit Sicherheit eine Rüstung. Die will ich haben. Diese Statue erinnert an die alten Soldaten von Arkon, die bei der Verteidigung der Stadt gegen eine Invasion von Seos starben. Ja. Dann Glückwunsch, dass ihr die Stadt verteidigen konntet, ne? Hier ist das Kallistor. Das betreten wir einmal. Tatam.
denn ich meine mich erinnern zu können, dass man einen Kallistor mindestens einmal betreten haben muss, um es zu aktivieren. Hier ist eine kaputte Statue. Aha. Ein Schneetroll. Hi. Oh Gott. Oh Gott, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aber ich erinnere mich nicht mehr, wie man den... Ja, komm, hör auf. Wie hat man die noch gleich besiegt? Oh. Oh Gott, ich blamier mich hier gerade total wieder. Konnte man die mit Magie? Ja. Magie ist machbar. Aber es dauert lange. Und er zaubert wieder, wie er Bock hat. Nein, 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 nein. Jetzt kannst du. Aua. Aua, 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 aua. Ja, freu dich ein Keks. Okay, machen wir. Das kannst du gerne tun. Aber ich möchte dich einfach nur besiegen, dann hätten wir das auch schon geklärt mit dem Erfahrungspunkten und so. Hey, wenn ich dich jetzt besiegen dürfte, bevor du deine Eiszapfen losballerst, das wäre richtig toll. Aber es sieht so aus, als hätte ich dich besiegt. Oder auch nicht. Doch, ich habe ihn besiegt. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ich war in diesem Troll. Das ist gruselig. Nördliches Vorgebirge. Okay. Ah, mein Headset ist verrutscht. Vorsicht, knackt. Oh mein Gott, wie viele Feinde sind hier. Und, oh, hier liegt ganz viel. Kreaturen des Nordens. Okay. Ich würde mal vermuten, dieser Mann oder diese beiden Menschen haben hier auf Hilfe gewartet oder so. Würde ich jetzt mal so spontan und pauschal behaupten wollen. Hier ist eine Truhe. Denn sie hatten ein Buch über die Kreaturen hier. Oh nein. Habe ich jetzt so spontan überhaupt keine Lust drauf. Machen wir so. Geht schneller, denke ich mal. Blöderweise bleiben die Pfeile teilweise an diesen Säulen hängen. Das ist blöd. Aber bis die Viecher mitbekommen, dass wir was von denen wollen, sind die schon erledigt. Und, oh Gott. Hi. Ah, komm doch nicht so nah, bitte. Ich meine, hey, was willst du denn von mir, hm? Tick-Tack, Tick-Tack. Ich will doch nur diese... Oh. Items. Nicht Items. Ich meinte, ich wollte nur diese Erfahrungskugeln. Ja, machen wir so. Ja. Hätten wir erledigt und ich schnaufe schon wieder zu viel, weil die Nase zu ist. Nicht gut. Oh. Hat er mich gesehen? Nein, hat er nicht. Aber ich habe ihn gesehen. Und deshalb wird das jetzt seine letzte Bewegung sein. Mach's gut.
Der hat gemerkt, dass da irgendjemand ist, der auf sie schießt, weiß aber nicht, wo ich bin. Weg! Weg! Geht doch. Okay. Hier sind doch irgendwo Gegner. Oder nicht? Da sind welche. Die erledige ich noch. Eine Gesundheitsverstärkung, das klingt gut. Da. Ah, dumm, verdammt dumm. Nein! Lauf, Feldlauf. Und zieh zwischenzeitlich dein Schwert. Oh Gott. Erledige den und erledige die beiden. Oh. Ja, ich habe die Taste für Zauber nicht benutzt, deswegen hat er einfach so abgedrückt, anstatt vielleicht vorher mal einen der Zauber auszuwählen, die ihm so nützlich sein können. So, dich erledigen wir aber auf die traditionelle Art und Weise. Was auch nicht funktioniert. Egal. Wozu sollte eigentlich irgendwas funktionieren? Das wäre doch kindisch. Das wäre utopisch. Komm schon. Na also. Ja, ich bekomme Erfahrungspunkte und Bekanntheitspunkte, wenn ich diese Viecher besiege. Was mich wundert, weil es sieht ja niemand. Wieso werde ich bekannter, wenn ich diese Dinger besiege? Wenn es niemand sieht. Ich laufe diesen Weg einmal ab, um zu gucken, wie meine Pfeile aussehen. Das sieht nicht gut aus. Nee, um zu gucken, ob hier... Lasst mich rein! Ich wollte da auch gar nicht rein. Ich weiß, dass ich diesen Umweg durch die Höhle nehmen muss. Ich wollte doch nur gucken, ob ich nicht irgendwo einen Schatz vergessen habe. Aber nein, anscheinend nicht. Oh, ich finde den Schnee aber so schön. Ja, ich meine, es ist ja auch bald Weihnachten und so. Ich stehe auf Weihnachten. Ich mag Weihnachten. Na gut, ich werde... Kann ich? Nein, ich kann nicht. Okay, ich muss weiter. Ich bin ja mitten in einem Quest. Dann muss ich nachher alles nochmal neu machen. Ist doch doof. Na, jetzt wird das Spiel gespeichert. Toll. Kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Warum auch? Einmal benutzen. Ja gut, aber wir sehen uns in der nächsten Folge von Fable The Lost Chapters. Au revoir!